Also erstmal vielen Dank. Und ich bin auch froh, dass ich hier in diesem Kreis mit euch zusammen sein kann, weil ich glaube, dass wir in den Städten solche Orte brauchen, wo sich die Menschen, die an der nachwachsenden Generation und dem, was wir da Bildung nennen, interessiert sind, wo die sich treffen, austauschen können und nach Wegen suchen können. Es ist vielleicht auch noch mal an der Zeit, daran zu erinnern, dass eine der größten Entdeckungen dieser ganzen Neurobiologie die Tatsache ist, dass unser Hirn zeitlebens umbaufähig ist. Damit gehe ich überall hausieren und da nicken die Leute immer so schnell, aber die müssen sich ja, also man muss sich dann schon noch mal vergegenwärtigen, was das heißt. Das heißt, du bist nie fertig. Wenn das zeitlebens umbaufähig ist, dann kann sich das immer wieder neu umbauen. Da entstehen auch neue Vernetzungen. Und das bedeutet, dass im Gegensatz zu vielleicht den Tieren, wo das mit dem Umbau nicht so gut klappt und die nicht zeitlebens lernfähig sind, wir in die Welt gestellt sind und nicht wissen, wie das Leben geht. Also genetische Programme haben wir auch nicht mehr, die uns sagen, wie es, was wir wann zu machen haben. Und deshalb sind wir Suchende, alle. Und das finde ich sehr beruhigend. Weil das bedeutet, dass es keinen gibt, der weiß, wie es geht. Und das entlastet uns auch ein bisschen, weil wir dann sagen können, okay, dann sucht eben in jeder Generation immer wieder, suchen die Leute danach, wie es geht. Und dabei kommen sie auf bestimmte Ideen. Und jetzt kommt es und die können natürlich grottenfalsch sein. Und deshalb sehen wir einzelne Menschen, wo wir sagen, oh Gott, hat sich hoffnungslos verlaufen. Und wir müssen uns leider mit dem Umstand abfinden, das zeigt uns ja unsere eigene Geschichte, dass wir uns auch als ganze Gesellschaften hoffnungslos verlaufen können. Und natürlich kann sich auch das, was eine Gesellschaft da so treibt, dann so auswirken, dass sich auch noch das Schulsystem und das Bildungssystem immer weiter an das anpasst, was in dieser Gesellschaft passiert. Und deshalb einfach nur mal ganz vorneweg diese wichtige Bemerkung, die einfach nicht so gerne immer gehört wird. Es wird nicht möglich sein, dieses Schulsystem zu verändern, wenn wir nicht die Gesellschaft verändern. Die Schule ist ein Abbild der Art und Weise, wie wir als Erwachsene zusammenleben, was uns wichtig ist und was uns nicht so wichtig ist. Und deshalb erfüllt die Schule eigentlich ja nur diesen banalen Zweck, dass dieses System, was wir da so aufgebaut haben und wo wir meinen, dass das ein tolles System ist und jetzt langsam merken, dass es offenbar doch nicht ganz so toll ist, das muss stabilisiert werden. Und die wesentliche Strategie, das in der Vergangenheit zu stabilisieren, bestand darin, dass man den jungen Menschen, wir kommen aus dem Industriezeitalter und dem Maschinenzeitalter, und dann hat man den jungen Menschen gesagt, wie sie zu funktionieren haben, damit die diese Maschinen bedienen können, in drei Teufelsnamen. Und da kann man nicht irgendwie mit freien Schulen was anfangen, sondern da gibt es eine Stechuhr und dann gibt es einen Plan und da hat man da wie die Maschine so am Fließband das zu machen, was einem gesagt wird. Und das kriegt man nur mit Menschen hin, die einigermaßen gut abgerichtet sind. Und deshalb ist dieses ganze Schulsystem aus einem Bildungssystem zu einem Bildungssystem oder aus so etwas hervorgegangen, wo es primär um Abrichtung und Dressur ging. Und dann zieht sich sowas dann natürlich immer noch lange hin, bevor das sich wieder ändert. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen, so geht's nicht mehr. Alle merken das. Das ist eine Katastrophe, wenn Kinder in der Schule oder Heranwachsende in der Schule mit Angst da in diesen Bereich gehen, wo sie was lernen sollen. Und jetzt wissen wir nicht, wie es geht. Wir wissen nicht, wie es anders geht. Stehen ratlos davor, können noch nicht mal genau sagen, das haben wir vorhin schon mal ein bisschen besprochen in dem Vorfeld. Ich finde ja noch nicht mal jemanden, der mir sagt, wozu diese Bildung überhaupt führen soll. Wozu Schule gut sein soll. Also was ist die Aufgabe von Schule? Vorbereitung auf das spätere Berufsleben? Hat das was mit Bildung zu tun oder ist das nicht dann einfach nur noch Ausbildung? Und wenn es nur noch Ausbildung ist, dann finde ich das total in Ordnung, dass man das mit Zuckerbrot und Peitsche macht, weil dann geht es am besten.
wenn es Bildung sein soll, muss es anders gehen. Ja, aber gebildete Menschen hat eine Gesellschaft in der Vergangenheit nicht so unbedingt gebraucht. Und die brauchte welche, die das gemacht haben. Die hätten keinen einzigen Krieg führen können mit Menschen, die aus solchen Schulen hervorgegangen wären, wie sie Margret vorschweben und uns allen vorschweben, wo ein junger Mensch erkennt, was er alles kann, welche Möglichkeiten er hat, wo er seine Gestaltungskräfte und seine Entdeckerfreude in vollem Umfang ausleben kann und auch begreift, dass er in dieser Welt, in die Welt der anderen Menschen eingebunden ist und dann Verantwortung übernimmt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Zusammenleben mit den anderen und heute würde man sagen, auch noch für das Zusammenleben mit allen anderen Lebewesen auf dieser Welt. Das war noch nie ein Anliegen. Das haben wir auch bis heute noch nicht richtig zu Ende gedacht und wissen auch nicht so richtig, wie das jetzt gehen soll. Was wir kennen, ist immer wieder, und wir fallen dann immer wieder in diesen Modus zurück, dieser, ich nenne es einfach so frech, der Abrichtungs- und Dressurmodus. Also, man erzeugt eine Situation, wo der Lernende verunsichert ist, und dann bietet man ihm die Möglichkeit, aus dieser Verunsicherung rauszukommen, indem er das, was man ihm dann sagt, macht oder wieder aufsagt. Also wie im Zirkus. Und das hat man früher sehr gerne, weil das am besten wirkt, mit Bestrafung gemacht. Also ich habe noch eine Mutter, die wurde noch mit dem Stock auf die Finger gehauen, wenn die da beim Gedichtaufsagen hängen geblieben ist. Und da hat sich keiner Gedanken darum gemacht, dass man auf diese Weise diesem jungen kleinen Mädchen wahrscheinlich fürs ganze Leben die Freude an der Poesie versaut. Darum ging es aber auch nicht. Es ging darum, dass die, wenn die gesagt gekriegt hat, die Glocke von Schiller, und dann musste die das runterleiern. Und da hat man es eben am Anfang mit Bestrafung gemacht und dann hat man eben gesehen, dass die Bestrafung wollte man dann nicht mehr so sehr, weil die war ja auch ein bisschen unmenschlich. Da haben wir es mit Belohnung gemacht. Und bis heute ist das noch so. Zensuren sind nichts weiter als Belohnungs- oder Bestrafungssysteme. Sitzen bleiben, dass irgendwelche Sternchen da irgendwo aufkleben und was es da alles im Kindergarten schon gibt. Alles Abrichtungs- und Dressursysteme. Wir haben es nicht fertiggebracht bis heute, uns zu fragen, wie denn eine andere Art von Bildung aussehen kann. Und da kommt jetzt der Neurobiologe in mir und sagt, Leute, wir müssen nicht alle Tassen im Schrank haben, denn die Kinder kommen ja schon mit dieser unbändigen Freude am Lernen, am eigenen Entdecken und am Gestalten zur Welt. Wir müssten ja gar nichts machen. Wir dürfen es nur nicht kaputt machen, was die da mitbringen. Und dann kommen die modernen Erkenntnisse aus der Neurobiologie und die heißen, wir machen es kaputt, indem wir das Kind zum Objekt machen. Zum Objekt unserer Erwartungen geht schon los. Also und jetzt merkt ihr, ich rede nicht nur über Schule, sondern ich rede auch über Elternhäuser und Kindergärten. Wenn man ein Kind zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Absichten, seiner Ziele, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen und dann noch seiner Maßnahmen und am Ende auch noch seiner Anordnung macht, es ist alles dasselbe. Das sind nur unterschiedliche Stufen, wie sehr man dem Kind dabei wehtut. Aber es führt dazu, dass das Kind erleben muss, dass es in seiner, schwieriges Wort, ich weiß nicht, wie die Kinder das nennen würden, wir nennen es in seiner Subjekthaftigkeit in Frage gestellt wird. Es wird sozusagen, es ist ja ein kleiner Entdecker. Also ich mit 3, 4, 5, hatte ja alles schon entdeckt auf dieser Welt, immer alleine. Ich habe alleine gelernt, wie man läuft, ich habe sprechen gelernt, ich habe alles gelernt und ich hätte mir zugetraut, den Rest dieser Erde und dieses Lebens und dieser Dinge, die mich umgeben, auch noch alle zu lernen. Und dann kommen welche und sagen mir, wie ich es zu machen habe und so, wie die sich das vorstellen und ich sollte das lernen, was die für wichtig halten. Und dann, wenn ich das nicht gemacht habe, wurde ich mit früher mit Schlägen, heute mit Liebesentzug bestraft. Dann war ich kein braver Junge. Zu Hause schon nicht und dann in der Schule auch nicht. Und dann bleibt einem
Jetzt kommt die Neurobiologie und dann habe ich ja doch die Erwartung gehabt, dass das so weitergeht, dass ich da immer der kleine Entdecker bin und auch gucken kann und dass ich da so eine Freude dabei habe. Und dann merke ich auf einmal, nein, was ich entdecken will, ist nicht das, was die Erwachsenen von mir erwarten. Die wollen, dass ich das entdecke, was sie sich da vorstellen und dass ich das alles auch so mache, wie sie sich das vorstellen. Und dann kommt es in meinem Hirn zu einer großen Inkohärenz, also Durcheinander, kann man sich richtig so vorstellen. Da fangen die Nervenzellen hier vorne in dem Frontalkortex an, völlig durcheinander zu feuern, weil ich habe eine Erwartung und plötzlich passiert was ganz anderes. Das ist so, wie wenn du heute Abend nach Hause kommst und hast die Erwartung, dass deine Frau zu Hause ist, weil sie immer zu Hause ist, um diese Zeit, und dann kommst du nach Hause und ist weg. Da kannst du doch jetzt nicht Vokabeln lernen. Da hast du ein Problem. Und das können wir uns gar nicht vorstellen, was das für ein Problem sein muss, wenn man plötzlich merkt, man wird nicht so gemocht, wie man ist, sondern nur dann gemocht und das darf nur dann dazugehören, wenn man das so macht wie die anderen. Denn es gibt ja diese beiden Grundbedürfnisse. Das eine ist das nach Verbundenheit. Das ist kein Trieb und irgend sowas, sondern das ist etwas, was aus der Erfahrung der vorgeburtlichen Verbundenheit über 9 Monate zwangsläufig in jedem Menschen, man könnte sagen in jeder Zelle und am Ende auch noch im Hirn, in den Verschaltungen verankert worden ist. Deshalb kommt jedes Kind mit dem Bedürfnis zur Welt, dass es diese Verbundenheit wiederkriegt. Und wenn man jetzt diesen Wunsch nach Verbundenheit sozusagen koppelt an die Erfüllung der Erwartungen, dann erzeugt man ein Riesenproblem für das Kind. Und dann geht es im Hirn drunter und drüber und dann muss eine Lösung her für dieses Durcheinander. Also die Kohärenz, die Inkohärenz, die da entstanden ist, verbraucht viel zu viel Energie, weil alle Nervenzellen durcheinander feuern. Und jetzt muss man irgendwas machen, damit das wieder besser zusammenpasst. Und jetzt können wir uns die Antworten alle schön der Reihe nach aufzählen. Die einfachste Antwort ist, man unterdrückt diese Bereiche im Hirn aktiv, aus denen das Bedürfnis nach Entdeckungen kommt oder nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das kann man zunächst erstmal mit ein bisschen sozusagen Druck unterdrücken und dann hilft sich das Hirn, weil das ist auch zu energieaufwendig, ständig so zu unterdrücken. Das passiert, wenn ich sage drücken, meine ich, da werden hemmende Synapsen und hemmende Transmitter ausgeschüttet. Und wenn das so eine gewisse Zeit passiert, hilft sich das Hirn selbst, wie in allen solchen Situationen, wo es immer auf die gleiche Weise immer dasselbe passiert, das wird automatisiert. Das heißt, es wird eine hemmende Verschaltung, ein hemmendes Netzwerk über diesen Bereich im Hirn gebaut, aus dem die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust rauskommt. Wunderbar. Jetzt ist sie weg. Und jetzt kann ich sitzen bleiben, den ganzen Tag in der Schule, kann warten, was die mir sagen, was ich jetzt alles lernen soll. Und da habe ich noch keine Angst. Weil wenn das jetzt so ist und das konsequent durchgeführt wird, dass ich das richtig, dass ich gar nicht anders kann, dann kommt jemand raus wie ich aus dem Schulsystem. Wir haben das gar nicht hinterfragt. Wir haben den Scheiß gelernt. Wir haben das alles gemacht. Wir hatten kein Interesse mehr an dem, was wir da gelernt haben, aber wir haben es so gemacht, wie die Lehrer das wollten. Euer Problem ist, dass ihr glaubt, ihr könntet das anders haben. Also mit anderen Worten, ein total autoritäres System, was die Strukturen so hart vorgibt und sagt, so wird es gelernt, am besten mit der Peitsche, führt dazu, dass man keine Angst hat, weil man genau weiß, was man zu tun hat. Das ist so ähnlich wie der Krieg. Also ich arbeite ja auch viel mit psychiatrischen Themen und da ist eines der faszinierendsten Phänomene, die es gibt, dass es im Krieg keine Angststörungen mehr gibt. Der Krieg ist so ein starker Organisator, das heißt, da wird so eine strenge Ordnung ins Hirn gebracht. Da geht es ums Überleben, da braucht man nicht noch lange über dies und jenes nachzudenken. Und dann verschwinden alle Angststörungen. Die kommen hinterher wieder, das ist schon klar. Aber ich will nur sagen, dass eine Möglichkeit, diese Angst loszuwerden, darin besteht, dass es sehr strenge, klare Vorgaben gibt. Und deshalb sind manche Lehrer auch damit erfolgreich, bis heute. Strenge Vorgaben, richtig mit der Peitsche und
dann lernen die das. Es darf einen dann nicht interessieren, ob sie dann hinterher jemals wieder Lust aufs Lernen haben. Aber sie funktionieren. Und jetzt ist es so, dass wenn man so eine Situation hat, wo man etwas erwartet und dann ist es nicht so, wie es sein soll, und es entsteht diese Inkohärenz da oben und dann findet man eine Lösung dafür, dann schafft man es ja, dass man einen hochenergieaufwendigen Zustand in einen weniger energieaufwendigen Zustand im Hirn verwandelt und die dabei frei werdende Energie wird benutzt, um diese Bereiche im Hirn zu aktivieren, die die Hirnforscher Belohnungszentren nennen. Das heißt, da werden diese Bereiche aktiv, aus denen diese besonderen Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dann meist auch noch Netzwerke aktivieren, die da so ein schönes Gefühl machen. Also das ist ja, wenn ich jetzt wirklich eine Lösung finde für irgendwas, dann sage ich ja, ah, endlich ist es mir eingefallen und endlich habe ich das geschafft und endlich bin ich da runtergesprungen und endlich habe ich die Schwierigkeit überwunden. Das sind ja alles Glücksgefühle, die durch den ganzen Körper gehen. Und das hängt damit zusammen, dass immer dann, wenn das da oben so kohärent wird, diese Bereiche aktiviert werden, die ihrerseits solche Netzwerke aktivieren, die wiederum solche Körpergefühle auslösen. Und deshalb finden wir das immer toll, wenn wir eine Lösung finden. Und gleichzeitig werden, wenn das wieder kohärenter wird, solche Botenstoffe da oben ausgeschüttet, die dazu führen, dass das, was du gerade da oben gemacht hast, die Botenstoffe wirken wie Dünger. Die düngen jetzt diese Fortsätze, die da gerade benutzt worden sind, um zum Beispiel deine Freude am Lernen, die du ursprünglich mal gehabt hast, wegzuhemmen. So. Oder die dir auch helfen, wenn du jetzt gerade Fahrradfahren gelernt hast und dich so sehr darüber freust, dann wird die Fahrradverschaltung gedüngt und er wird immer besser. Also du kannst günstige Dinge lernen mit diesem Mechanismus und auch ungünstige. Also die Unlust am Lernen ist auch was Gelerntes. Und jetzt haben wir eben diese Situation, dass es bisweilen in unserer gegenwärtigen Welt so ist, dass sehr viele Unsicherheiten auftauchen, weil die alten Strukturen nicht mehr tragen, die bisher dafür gesorgt haben, dass Ordnung herrschte. Und dann haben wir diese blöde Situation, dass dann manche kommen und sagen, es muss mehr Ordnung gemacht werden, strenger und straffer die Erziehung gestaltet werden. Und andere sagen als Gegenbewegung, nee, auf keinen Fall, das wird ja dann noch schlimmer. Und diese zwei Pole streiten sich jetzt tapfer. Und da kommt man auch so schnell nicht raus. Und was wir dann haben, ist, wenn das dann in diesem Durcheinander läuft, dass es so eine Verunsicherung wird, mit der man am Ende überhaupt nicht mehr so richtig zurechtkommt. Also wir alle nicht. Und das wird dann eine verunsicherte Gesellschaft. Genauso wie in der Schule. Zunehmend verunsicherte Schüler dann in die Schule gehen. Und wenn man so erstmal in dieser Situation ist, wo das dauernd im Frontalhirn so durcheinander geht, dann kann es ja schnell passieren, dass dieses Durcheinander sich noch tiefer ausbreitet im Hirn, nach unten. Und dann erreicht es solche Bereiche wie die Amygdala oder so, was die Hirnforscher dann so angstauslösende Bereiche nennen. Das sind dann eben Netzwerke, die dann auch geschüttelt werden, wo dann diese ganzen Körperreaktionen entstehen, die mit der Angst verbunden sind. Und dann rutscht es noch bis in diese Bereiche, wo der Hypothalamus ist. Dann werden noch die ganzen Stresshormone ausgeschüttet. Und dann hängt man richtig schön drin. Und die erste Stufe, die man immer erlebt, wenn man so in so eine ausweglose Situation kommt, ist, dass man erstmal diese höheren, komplexeren Bereiche im Hirn präfrontal, also damit machen wir Handlungsplanung, Folgenabschätzung, sich in andere hineinversetzen und also alles, was richtig kompliziert ist, das ist dann wegen zu großem Durcheinander nicht mehr nutzbar. Das erlebt man dann auch immer, dann ertappt man sich dabei, dass man Dinge tut, die man mit klarem Kopf nicht getan hätte und der Volksmund sagt, jetzt hat er den Kopf, jetzt reagiert er kopflos. Weil in der Situation
rutscht es einem sozusagen davon. Und man kann es auch nicht anhalten, weil man ja dazu dieses Frontalhirn bräuchte, mit dem man sich beobachtet und merkt, dass man sich schon wieder verrammelt hat. Das merkt man dann hinterher. Ich habe oft Eltern, die sagen, dann hat er mich so auf die Palme gebracht, dass ich mich verhalten habe wie mein Vater. Und dann habe ich dem eine geklatscht. Und das wollte ich doch gar nicht. Und hinterher ist immer klar geworden, dass er da in so ein Muster gekommen ist. Und das hängt damit zusammen, dass es eben, wenn es da oben so rappelt und man das nicht mehr abrufen kann, diese handlungsleitenden Muster, dann übernehmen tiefer liegende ältere Netzwerke die Kontrolle. Und dann kommt das raus, was man damals gemacht hat. Das sind häufig Kindheitsmuster. Also ich habe erwachsene Menschen gesehen, die hätten sich um ein Haar auf den Fußboden geworfen. Mit Türen geschlagen, rumgebrüllt. Und da gibt es ganz viel. Jeder von euch hat irgend sowas, wo er sich ungern daran erinnert, dass das dann plötzlich rauskommt. Und dann übernimmt das die Handlungskontrolle. Wenn das immer noch nicht reicht, um wieder Ruhe in die Birne zu bringen und das kohärent zu machen, dann rutscht das bis runter in den Hirnstamm. Also dann ist oben alles futsch. Also nicht futsch, sondern zu durcheinandrig. Und das Einzige, was dann funktioniert und auch immer funktioniert und was dann auch bei dir noch funktioniert hat, ist das Reptilienhirn. Ja, da kann man angreifen, abhauen oder sich totstellen. So, und dann sehen wir sehr viele Schüler, die in der Schule, wenn sie noch einigermaßen Kraft haben, angreifen, aber die meisten schaffen das nicht. Die abhauen ist noch die häufigere Variante und es gibt ganz viele Todsteller, die sich einfach nur noch damit abfinden und warten, dass es vorbei ist. So, und das ist die Situation. Und jetzt ist das natürlich Mist, wenn man mit dem Fahrstuhl da unten ist. Das ist auch körperlich kein gutes Gefühl, deshalb hast du das ja auch so schön beschrieben. Und da will man wieder hoch. Und früher habe ich dann immer gesagt, das geht jetzt nur mit Vertrauen. Also, weil Vertrauen ja eigentlich das Gegenmittel gegen die Angst ist. Wenn ich da, und zum Beispiel das Vertrauen, dass ich mit meinen eigenen Kompetenzen schon manches Problem auf dieser Welt gelöst habe und dann kann ich mich darauf zurückbesinnen, dass man ja schon manches hingekriegt hat und dann kann ich es so versuchen und wenn ich Glück habe, funktioniert es. Das ist das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Ihr könnt euch vorstellen, wie so ein dreibeinigen Hocker, mit diesem Bild arbeite ich da gerne. Also das eine Bein ist das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Manchmal hat man aber, wenn man älter wird oder noch sehr jung ist, noch nicht so viele oder keine mehr. Und dann braucht man das zweite Bein und das heißt Vertrauen, dass wenn ich alleine nicht weiterkomme, es jemanden gibt, den ich rufen kann und der mir hilft. Psychosocial Support heißt das auf Englisch, psychosoziale Unterstützung. Und dann, wenn man das hat, ist es toll. Ich frage aber häufig in der Bevölkerung mal, wen hast du denn, an den du dich wenden kannst, wenn es nicht mehr weitergeht und höre sehr häufig, es muss sehr viele Menschen geben, die niemand haben. Und deshalb ist häufig das in die eigenen Kompetenzen das Einzige, was wir noch so haben. Und das wird aber auch immer mehr unterminiert, weil man natürlich jetzt in einer Welt lebt, wo so Dienstleister da sind, die alles für einen machen. Und ich übertreibt das dann immer ein bisschen und führt es ins Lächerliche. Aber wenn man dann so einen hat, der sich da anbietet als Fußnagelschneider mit 25 und ich nutze den jetzt 10 Jahre lang als Fußnagelschneider, dann kann ich mir dann selber die Fußnägel nicht mehr schneiden. Und so können manche Leute den Abfluss nicht mehr reparieren. Wenn das Klo verstopft ist, bricht die Welt zusammen. Wenn das Handy mal keinen Strom mehr hat, hängen sie sich irgendwo auf. Also da kann man jetzt sagen, das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen ist furchtbar erschüttert. Das Vertrauen in die Möglichkeit, es mit anderen gemeinsam, ist bei vielen nicht da, kann auch in so einer Wettbewerbs- und Konkurrenzgesellschaft nicht gut ausgebildet werden. Und deshalb wäre es so toll, wenn die dritte Vertrauensressource noch da wäre und auch natürlich in der Schule gestärkt würde. Ich rede über Vertrauensressourcen, alle werden nicht gestärkt. Ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr Kompetenzen habt, sondern ihr habt bestenfalls die Möglichkeit zu sagen, ich habe diese Zeugnisse einigermaßen gut hingekriegt. Ihr habt nicht die Möglichkeit zu sagen, dass ihr psychosocial Support habt, weil ihr ja aufeinander gehetzt werdet in diesem Konkurrenzsystem und im Internet jetzt mit diesen ganzen sozialen Medien auch noch zusätzlich das betreibt. Und die dritte Ressource ist sozusagen total lost in space. Das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Hatten wir mal. Ja? Hatten wir mal. Muss man ja auch nicht gleich
sozusagen spirituelle Anbindung an das Kosmische nennen, aber sowas Ähnliches ist es. Dass der liebe Gott seine Hand schützend, so hieß das dann zu meiner Zeit. Dann hat man diese Märchen gehabt, diese Volksmärchen, die alle dieselbe Geschichte erzählen. Es fängt harmlos an, dann wird es immer komischer und dann kommt das Märchen an den Punkt, wo man sagt, jetzt geht es überhaupt nicht mehr. Und dann irgendwie klimbim kommen sie wieder rauf und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Es mag sein, dass mancher die Idee hat, dass diese Märchen in ihrer Grausamkeit schädlich für die Kinder sind. Dem muss man entgegenhalten, dass die Erzählung, die Sprachmelodie, also diese Melodie der Erzählung, dass es im Leben furchtbare Probleme gibt und dass es auch wieder immer gut werden kann, dass das möglicherweise wichtiger ist. Und dann wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn wir den Kindern Märchen erzählen, wieder mehr Märchen erzählen. Und damit habe ich in der Vergangenheit gearbeitet. Ich bin ja heute gekommen, weil ich mit euch über Neues reden will. Das war gegessener Kuchen. Und dann habe ich dieses Bild gefunden und auch das innerlich vor mir gesehen, dass ein Vater mit seinem Sohn an einem reißenden Fluss steht und der geht da ab wie so ein Gebirgsding und da hinten ist dann auch schon der tiefe Wasserfall und dann fällt ihm der Sohn in den Bach, in den Fluss. Da denkt er nicht nach, ob er überhaupt schwimmen kann. Und ob jetzt irgendwo Hilfe herkommt, sondern der springt einfach hinterher. Das heißt, es gibt eine Kraft, die stärker ist als alles Vertrauen und all dieses Gequake, was ich jetzt hier aufgeführt habe, und die heißt Liebe. Das finde ich spannend. Dann geht es gar nicht um den Aufbau von Vertrauen, kann man auch so nennen, aber man könnte eigentlich auch die deutsche Sprache voll nutzen und könnte sagen, es geht um Angst oder Liebe. In der Pädagogik. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt gehen und müssen sagen, verstehst du? Also, wenn du das Gefühl gehabt hättest, dass die Lehrer es gut mit dir meinen und du das Gefühl gehabt hättest, dass die auch liebevoll mit dir umgehen und sich überlegen, was sie da tun, hättest du keine Angst gehabt. Also das heißt, das Problem ist die Lieblosigkeit. Und jetzt habe ich in der letzten Zeit so einen Satz gefunden, der mir sehr gut hilft, Menschen in ein Dilemma zu bringen, wo die dann selbst die Lösung finden müssen. Auch Menschen, die im pädagogischen System sehr zu Hause sind oder auch Manager, Führungskräfte. Und da heißt es immer wieder, ihr habt doch ein Interesse daran, dass sich der andere entfaltet. Das sagt jeder Lehrer ja und Führungskraft auch. Und dann sagt man, dann kann man ein bisschen erklären, was man alles tun kann, dass sich ein Mensch entfaltet, haben sie meistens selber schon irgendeine Idee. Und Entfaltung heißt ja immer, dass bei dem anderen der Horizont aufgeht, dass der Blick aufgeht, dass er aus seiner Enge rauskommt, dass er sich auf eine neue Erfahrung einlässt, dass er sich was Neues aneignet, dass er was. So, das ist dann Entfaltung. Da blüht was auf. Es ist keine Entfaltung, wenn ich eine Sportart betreibe und die immer weiter, bis ich immer höher springen kann. Das ist eine Spezialisierung. Das hat mit Entfaltung nichts zu tun. Entfaltung ist immer, ich habe den Wunsch, und wo kann man sich das mehr wünschen als bei der Begleitung von Kindern, dass denen der Blick immer wieder aufgeht. Dass dieses, am Anfang ist er ja schon ganz weit auf und da muss man alles tun, dass der nicht enger wird. Also geht es um diese Entfaltung und es geht natürlich um die Entfaltung, nicht nur von den drei Kindern, die meine eigenen sind, sondern wenn ich ein bisschen in dieser Welt zu Hause bin, geht es mir um die Entfaltung aller Kinder. Oder als Führungskraft um die Entfaltung aller Mitarbeiter. Das heißt, dieses Interesse an der Entfaltung ist bedingungslos. Nicht nur die mir gefallen, auch die anderen sollen sich entfalten. Ich bin bereit, alles dafür zu tun. Und diese Definition von Liebe, die ich jetzt gefunden habe, heißt, Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen. Wow. Und damit kann man plötzlich Türen aufschließen. Und das bedeutet, so kommen die dann. Da ist eine Dozentin von der Pädagogischen Hochschule, die dann zu mir kommt und sagt, aber wir tun doch alles, wir wollen doch, dass die Kinder sich entfalten. Das ist doch wunderbar, wenn Sie das so machen. Wo ist denn das Problem?
Ja, ich kann doch nicht meinen Studierenden, die da Pädagogik studieren, sagen, dass es darum geht, dass man die Kinder mag und dass man sie liebt. Ich sage ja, aber wenn sie sich mit allem, was sie haben, darum kümmern, dass die sich entfalten können, dann können sie das doch auch Liebe nennen. Warum machen sie das nicht? Und dann merkt man, das geht nicht in ihren Kopf, weil sie eine Vorstellung von Liebe haben, die so bescheuert ist, dass sie das einfach nicht verwenden können. Die haben sich genauso wenig, wie sie sich Gedanken gemacht haben, was Bildung sein soll, haben die eine Ahnung davon, was Liebe ist. Und dann schnappe ich sie mir. Und dann sage ich, aber sie haben doch einen Mann zu Hause. Ja. Und dann sage ich nicht und frage ich nicht, ob sie den Mann lieben, sondern ich frage die, ob sie denn das Gefühl hätten, dass der Mann sie liebt. Und jetzt haben die das im Kopf. Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen. Und dann fällt ihnen auf, das kann nicht Liebe sein, was der da macht. Aber wenn ich sie selber fragen würde, ob sie den Mann lieben, dann könnten sie sich noch was vormachen. Aber in dem Augenblick, wo das so rumgestellt ist, fallen die um wie die Fliegen und sagen, mein Gott, was machen wir denn dann zu Hause? Und dann sage ich, ja, was sie zu Hause machen ist, sie versuchen sich eine heile Welt vorzugaukeln, sitzen Händchen halten auf dem Sofa und wollen miteinander glücklich sein. Aber darum geht es nicht, dass man miteinander das Glück genießt oder die Freizeit oder die Kreuzfahrt oder den Urlaub. Das ist uns hier eingeredet worden, dass das Leben dazu da ist, dass man frei hat vom Leben und dann das Leben genießen kann. Das muss sich irgendjemand ausgedacht haben, der davon lebt, dass wir so blöd sind und das glauben. Und dann kann ich sagen, ja, worum geht es denn dann mit dem Leben? Und dann kommen wir auf eine ganz andere Schiene, weil dann geht es darum, dass wir in jedem Moment unseres Lebens versuchen, unseren eigenen Horizont aufzumachen und allen anderen, mit denen wir zusammen sind, zu helfen, dass die auch den Blick aufkriegen. Und das sind wir, wenn wir das so rumdrehen, sind wir auf einer völlig anderen Ebene angekommen. Und ich habe das Gefühl, dass das, was der Einstein da gesagt hat, dass man die alten, dass man das nicht mit denselben Denkweisen ändern kann, wenn es daneben gegangen ist, mit denen man es erzeugt hat, dass das der Schlüssel ist. Also wir können noch endlos darüber diskutieren, wie wir das Schulsystem ändern. Ich würde damit aufhören. Ich würde darüber reden, ob wir nicht vielleicht unsere Menschen, die sich um junge Menschen kümmern, fragen, ob sie denn wirklich ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieser jungen Menschen haben. Und dann müsste ja mancher auf einmal zugeben, dass er das nicht hat, weil er das Kind in dieser Weise behandelt, dass der Horizont zugeht. Wenn ich einem Kind Angst mache, einem Schüler Angst, das ist doch keine Erweiterung, das ist doch keine Entfaltung, das ist das Gegenteil davon. Angst macht eng, Liebe macht weit, ganz einfach. So, und damit sind wir an einem völlig neuen Paradigma angekommen. Und das könnte jetzt interessant sein, weil das müsste jetzt irgendwo umgesetzt werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit diesem Reallabor, was ihr hier macht. Das kann man jetzt nicht in der Schule einfach mal so ausprobieren, sondern da braucht man einen Ort, an dem sich Menschen miteinander verständigen, dass das doch eigentlich interessant sein könnte und wo die einander Mut machen, es zu versuchen. Jeder auf seine Weise und jeder an dem Ort, wo er ist. Und die Botschaft heißt ja am Ende, es wäre ja alles gut, wenn wir aufhören würden, uns gegenseitig zum Objekt zu machen. Ja, sondern uns gegenseitig einladen, ermutigen, inspirieren, den Horizont aufzukriegen, nochmal einen anderen Blick auf die Dinge werfen zu können. Und wenn man so rangeht, merkt man plötzlich, dann stellen sich ganz andere Fragen an junge Lehrkräfte, überhaupt an Lehrkräfte. Da geht es auch nicht mehr um Wissensvermittlung, da geht es auch nicht mehr um Zensuren. Das ist alles total, kann man vergessen. Und wir sehen jetzt mit der Entwicklung der KI, dass das, was wir für wichtig gehalten haben und worauf die Schule wesentlich gebaut ist, vom Kindergarten an, nämlich die, wie die das nennen, Förderung der intellektuellen oder kognitiven Kompetenzen. Diese Idee, dass der Mensch sozusagen sich durch seine kognitiven Kompetenzen auszeichnet und dass das Herausstellungsmerkmal des Menschen sei,
ist uns ja nur gekommen im Vergleich zu den Tieren. Wir mussten ja irgendwie herausarbeiten, was uns von den Tieren unterscheidet. Haben wir gesagt, ist das Denken. So, und diese kognitiven Fähigkeiten. Jetzt haben wir auf einmal Maschinen erfunden, die sind besser als wir. Die können sich mehr merken, die können mehr kombinieren, die können mehr zusammenrechnen. Die können sogar besser als ich sagen, wo ich jetzt hier gerade bin. Also mit diesem Argument, dass es auf die kognitiven Fähigkeiten ankommt, forget it. Das ist das, weshalb ich so glücklich bin, dass wir diese Artificial Intelligence jetzt haben. Weil sie führt es uns vor, was wir für ein bescheuertes Selbstbild haben. Und jetzt wird es interessant, dann geht es nämlich auf einmal gar nicht mehr um Wissen. Wenn man jetzt fragt, was soll denn in der Schule passieren? Da geht es nicht um Wissen, sondern da geht es darum, dass der Schüler der Akteur und der Schöpfer seines eigenen Lernprozesses ist, der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Und das geht, ich war in Halle, in den Frankischen Stiftungen, und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Der Franke hat also 1690, kurz nach der Reformation und lange vor Goethe, hat der Franke Schulen gegründet, diese frankischen Schulen, in denen er gesagt hat, wir können das hier nicht so machen wie in den übrigen Schulen da in der Kirche und beim Militär, sondern wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, das, was sie lernen sollen, anschaulich selbst zu begreifen. Und dann hat er lauter so ein Anschauungszeug gebastelt, so Zahnräder, die ineinander greifen. Und da ging es um die Anschauung. Und in der Anschauung ist das Kind der Konstrukteur. Und da kannst du nichts erklären. Das müssen sie selber, kriegen die das raus, wie das zusammengeht und wie die Kraft von hier nach da übertragen wird. Und diese Anschaulichkeit war sozusagen die Grundlage der Realschule. 1700, Grundlage der Realschule. Und weil er den Schüler als Konstrukteur seines Lernprozesses verstanden hat, war das auch der Ausgangspunkt für alle Reformschulbewegungen. 1700, alles da, in der Halle. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und das haben wir alles vergessen. Wird immer wieder neu erfunden. Und hier haben wir jetzt so einen Punkt, wenn wir das fertig brächten und sagten, es geht nicht um Wissen, weil das ist sowieso Kacke mit dem Wissen, das kann man hier in dem Gerät speichern. Es geht um Erkennen. Ein eigenes Erkennen. Da bin ich Subjekt. Der Lehrer kann das nicht für mich erkennen, muss selber erkennen. Er kann mich einladen, ermutigen, inspirieren, dass ich es erkenne, kann er froh sein und sich freuen mit mir, wenn es geht. Aber dafür bestrafen kann er mich auch nicht. Wenn ich es dann nicht rausgekriegt habe, wird es nicht besser dadurch, dass er mir schlechte Zensuren gibt. Also Erkennen. Erkennen hat immer noch den Nachteil, dass man kann das erkannt haben, es hat keine Auswirkung auf. Also ich habe zum Beispiel sehr gut erkannt, dass Rauchen nicht so gut ist. Ne? Aber ich rauche eben trotzdem ab und zu mal gerne Pfeife. So, und dann gibt es diese zweite Stufe, also jetzt machen wir das nochmal, Wissen, dann Erkennen, immer noch nur im Kortex. Und dann gibt es in der deutschen Sprache dieses wunderbare Wort Begreifen. Und jetzt sind wir im Körper. Ja, jetzt geht das noch mit rein. Und die höchste Stufe der Bildung ist das Verstehen. Das hat mit Wissen überhaupt nichts zu tun. Das Verstehen heißt, das habe ich von Kopf bis Fuß, hat es mich durchdrungen. Das hat was mit Stehen zu tun. Und wenn ich was wirklich verstanden habe, kann ich nicht so weitermachen wie bisher. Und darum geht es. Ich muss verstanden haben, was Nachhaltigkeit bedeutet. Sonst nützt das alles nichts. Da kann ich 100-mal auswendig lernen, wie viel CO2 die Leute in die Luft pusten. Und da merkt man, das kann ich möglicherweise erst richtig verstehen, was Nachhaltigkeit bedeutet, wenn ich in den Wald gehe, aber nicht um dort Phenole einzuatmen oder Waldbaden zu machen oder den Wald als sportliche Betätigungsfläche zu benutzen, sondern wenn ich mich darauf einlasse, in den Wald zu gehen und mich von dem Zauber des Waldes anstecken zu lassen und ich mich in den Wald verliebe. Das, was ich da erlebe, diese Verbundenheit mit diesem Wald hat nichts mit der Nutzbarkeit zu tun. Aber das ist das Nachhaltigste, was es gibt. Weil es meine Verbindung zu dem Geliebten sozusagen herstellt. Und dann, wenn man diese Verbundenheit hat, wird man sich auch mit aller Macht darum kümmern, dass das Geliebte da nicht kaputt geht. Sondern, jetzt kommt es wieder, dass es sich entfalten kann.
Das ist nicht schön? So, und das ist das, was ich einfach jetzt mal in den Raum stellen will. Das ist ein bisschen viel zu langes Input geworden, aber dafür ist es auch in eine Dimension gekommen, wo wir sagen können, hier können wir jetzt mal aufhören, über das Kleine zu reden, jetzt können wir mal über das Große reden. Und möglicherweise ist das auch unser Fehler, dass wir uns dauernd mit den Rosinen beschäftigen und den Kuchen nicht sehen. Für jeden Baum gibt es einen Experte, aber wie der Wald aussieht, das weiß keiner. Spannend. Eine richtig spannende Zeit. Ich habe noch nie in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ich so eine spannende Zeit erleben durfte. Selbst diese Wende und als ich da aus der DDR abgehauen bin, das war alles spannend, aber so eine spannende Zeit wie die jetzt, da steht alles auf dem Prüfstand. Da ist nichts mehr da. Alles ist auf einmal weich und formbar und jetzt bin ich so gespannt, ob die Menschen die Kurve kriegen oder ob die aus Unmündigkeit hinter denen herrennen, die ihnen erzählen, wie es gehen soll. Toll. Vielen Dank hierher. Und jetzt wollen wir aber miteinander ins Gespräch kommen. War das alles in Ordnung? Okay, gut.